Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 und dem Beagle. Ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Ich traue weder dem Ding da noch den Hexen. Ich bin wieder da. Ich habe gewartet. Du bist zurück. Was hast du gewählt? Hilfe! 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 Ich will wieder frei sein. Ich dachte, es geht dir um die Kinder. Leute, was mache ich jetzt? Ich kann nicht zulassen, dass die Hexen getötet werden, weil sie haben Informationen über Ciri. Ich habe das Gefühl, egal wie ich entscheide mich hier schon wieder scheiße. Ich glaube dir nicht, Geist. Zu viele nennen dich böse. Deine Worte allein sind nicht genug. Wende dich gegen mich und die Mächte der Natur erheben sich gegen dich. Leute, ob das jetzt das Richtige war, ich habe keine Ahnung. Es kann auch einfach das völlig Falsche gewesen sein. Will ich nicht mal ausschließen. Naja. Ich habe gar nicht geguckt, ob eventuell... Warte mal, ich habe eine Idee. Immer nach oben, Geralt. Geralt, komm. Tu mir den Gefallen und schwimm nach oben, danke. Kann ich meine Hexersinne benutzen? Aha. Okay. Seht ihr, Leute, das meine ich. Ich habe ja hier so eine ziemlich geile Kiste gefunden gehabt. Sehr cool. Und da war gerade noch was, was ich gesehen hatte. Warte mal. Hier. Was ist das? Okay. Jetzt will ich nach oben. Ah, so tauche ich nach oben. Gut. Ist hier noch irgendwas für mich? Ich habe wirklich keine Ahnung, ob es das Richtige war, Leute. Es fühlt sich nicht richtig an, aber hier fühlt sich so vieles nicht richtig an, wenn ich ehrlich bin. Was habe ich da eigentlich alles eingesammelt? Das habe ich ja alles schon gelesen. Das kann es nicht sein. Okay. Oh, es gibt ein verbessertes Bestienöl. Cool.
Ich habe doch aber auch... Nein, ich will ins Inventar irgendein Schwert eingesammelt. Oder vielleicht auch nicht. Naja. Oh, wo geht's denn hier lang? What? Oh, hier sind zwei Eingänge. Ja, krass. Na gut. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Leute, ich muss einmal, glaube ich, an die Tür. So. Also ich finde es ja sehr mutig, an einem Sonntag irgendwo zu klingeln, wenn ich kein geladener Gast bin. Sonntag, Leute. Sonntag. Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein. Die Momen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinten. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Jetzt fühle ich mich noch schlechter. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder... Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Jetzt fühle ich mich ehrlich gesagt noch schlechter. Ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Nee, oder? Hintergehe uns nie wieder! Wir
vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Kleinfels. Sie gehört keinem Mann. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Nee, kein Stück. Ihr wisst, warum ich hier bin und was ich will. Du wirst von uns träumen und um das bitten, was du jetzt ablehnst. Das tun alle. Boah, sind die widerlich. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ja. Welch Glück, einen so tapferen, fähigen Ritter gefunden zu haben. Wozu habt ihr die Kinder gebraucht? Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Wo sind sie? Sie sind weit weg. Haben keine Sorgen mehr. Toll, die Kinder sind tot. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Scheiße. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen, Aschblond, so nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort, also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Wir wussten, dass jemand so etwas kann. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Komm.
Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt, der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Emlerit kriegt sie, ja, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Schön, die wilde Jagd ist auch da. Läuft ja richtig gut. Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Aua, aua! Aua! Aua, Siri! Wo muss ich denn hin? Aua, Siri, warum willst du nicht rennen, du dämliche Pude? Ich leg mich doch nicht mit denen an, bin ich denn doof? Hunde der wilden Jagd sind auch noch hinter mir her. Ja, nee, nee, alles gut. Wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber keine von uns. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, wenn, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Lass mich mal kurz festhalten. Ich habe die Olle getötet. Ich habe den Baum getötet. Jetzt ist dafür die Hexe tot. Jetzt sind dafür die Kinder tot. Alle. Dafür habe ich jetzt die Frau des Barons gefunden, die ganz schön abgeranzt aussieht. Und diese Schnepfen da, die kann ich nicht mal töten. Schön. Wo ist die denn jetzt, diese Anna? Nirgendwo hier. Okay.
Mehr über Siri weiß ich auch nicht. Hätte ich jetzt also... Was wäre denn passiert? Weil sie haben gesagt, dass deine Aufgabe sehr gut erfüllt. So, hätte ich jetzt also das Herz des Baumes geholfen und sie hätte die Kinder gerettet, wäre dann Anna tot gewesen? Weil sie hätte dann ja ihren Job nicht erledigt. Ja, geil. Ich wusste doch, dass es eine dieser Entscheidungen ist, die immer scheiße enden. Was ein Rotz. Aber ich bin auf Level 10. Toll, ne? Ich sollte das Abendfest langsam mal zu Ende machen. Was habe ich denn hier an Hexeraufträgen? Den Kreischling sollte ich auch zu Ende machen, aber das mache ich, wenn ich die Hauptquest zurückbringe zum Baron. Ich fühle mich echt sehr schlecht, wenn ich ehrlich bin, Leute. Naja. Welche ist denn jetzt nochmal die Falle, das Fallensymbol? Das ist die magische Falle, genau. Quest? Nee. Charakter. So. Ja, möchte ich erwerben und ich möchte sie ausrüsten. Na gut, ihr Lieben. Glücklich bin ich jetzt nicht darüber, wenn ich ehrlich bin, aber was soll ich machen? Jetzt ist es gelaufen, jetzt sind alle Kinder tot. Och Mann. Ich hatte eigentlich ein bisschen drauf gesetzt, dass Geralt die Kinder rettet, weil das hatte er ja gesagt, dass er sich selbst drum kümmert. Nicht mal auf Geralds Wort ist Verlass, aber sei es drum. An der Entscheidung wird natürlich jetzt auch nichts geändert. Das habe ich entschieden, wie ich es entschieden habe. Das mit Kyra war in dem Sinne eine Ausnahme. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich habe ja auch einen ganzen Landstrich mit Pesthauch infiziert. Das ist halt so. Man entscheidet sich eben, wie man entscheidet. Und ich nehme mal an, sollte ich einen zweiten Spieldurchgang machen, dann werde ich mich hier wohl auch anders entscheiden. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar Nebenquests bzw. Hexeraufgaben machen. Und dann erst dem Baron sagen, dass seine arme Frau da ein paar Kinder gut gemästet hat und sie ein paar Hexen zum Fraß vorgeworfen hat. Ach ja. Haut rein.